Den kleinen Junior Tupa haben wir aber fertig gemacht. Oder Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario. Okay, ich höre lieber auf. Aber was hat denn der Kleine eigentlich gegen uns? Ich meine, der kam am Anfang von wegen, ey, das ist mein Spielplatz, Mann. Ja, nee, wir wollen doch gar nicht spielen. Seitdem ist er irgendwie sauer. Naja, tschüss, Junior Tupa. Dieser Trolle. So, dann müssten wir jetzt wieder zurück in der Stadt sein. Mario! Und da kommt auch schon Twink. Wenigstens nicht wieder so angeschossen wie beim ersten Mal. Mario! Mario, ich bin's, Twink! Erinnerst du dich noch an mich? Oh je! Ich hörte, dass du den Stern befreit hast, der von den Koopa-Brüdern bewacht wurde. Bowser und seine Bande sind ziemlich sauer deswegen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mario. Du bist schon einen Schritt weiter. Natürlich. Kein Problem. Aber genug des Feierns. Ich komme, um dir wichtige Informationen zu bringen. Es scheint, als wird einer der Sterne irgendwo in der staubtrockenen Wüste gefangen gehalten. Bowser hat es in sein Tagebuch geschrieben. Bowser schreibt Tagebuch? Ja, krass, oder? Der Ort heißt staubtrockene Ruinen. Die Prinzessin hat viel auf sich genommen, um dir diese Informationen zu verschaffen. Mario, wenn wir noch etwas herausfinden, werde ich es dich sofort wissen lassen. Ich muss jetzt zurück zu ihrer Hoheit. Sie ist so mutig. Ja, okay, man kann... Ja, okay, Peach hat auch in gewisser Weise... Ist Peach ja auch mutig, ne? Ich meine, sie musste mit Bowser aushalten. Und mit Cammy Cooper und den ganzen anderen Stinkies. Ich hoffe, diese Nachricht war dir hilfreich. Tschüss, Twinkie. Okay, sehr schön. Peach ist tapfer. Wir sind tapfer. Also, Leute, machen wir weiter. So, ich möchte jetzt als erstes mal, was ich immer machen werde, zwischen den Kapiteln beim Postamt vorbeischauen und bei Luigi. So, erstmal Postamt. Haben wir vielleicht wieder Post? Hey, wo ist der Briefträger hin? Wo ist der? Ist der Briefträger nicht da? Ah ja, Mario, hallo. Nun, du hast Post bekommen, tatsächlich. Welchen Brief möchtest du denn bitte lesen? So, von Gumbario kennen wir schon. Nee, also an Gumbario, stimmt. Jetzt haben wir einen Brief an Cooper. Okay, Colorados Frau. Ah, okay. Cooper, komm mal her. Hier, bitte. Also, Cooper, wie geht es dir? Deine Mutter war vor kurzem zu Besuch hier. Wir haben Cooper-Tee getrunken und geplaudert. Sie schien ein bisschen enttäuscht zu sein, weil du noch immer unterwegs bist. Sie sagte, sie würde ein köstliches Essen zubereiten, wenn du zurückkommst. Damit du etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Cooper, wie alt bist du denn? Ach ja, wenn du meinen eigenwilligen Mann treffen solltest, sag ihm, dass er öfter nach Hause kommen soll. Pass gut auf, Colorados Frau. Möchtest du noch mehr Briefe lesen? Nee, danke schön. Okay, wir bewahren die Briefe für dich auf. Komm zwischen den nächsten Kapiteln mal wieder vorbei, ne? Alles klar, wo ist denn Ihr Postbote hin? Keine Ahnung, Mann, der ist weg. Cooper, sag mal, wie alt bist denn du, Cooper? Naja, weißt du, Mario, ich wohne noch bei Mutti, aber eigentlich bin ich schon 95. Na, Schildkröten werden halt älter. Stimmt. So, Leute, ich hatte mir erzählt, man kann auch hinter dem Schild was lesen. Das stimmt. Das wusste ich auch nicht mehr. Gut, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Aber erstmal kurz die aktuellen News. Newsflash. Mario zeigt den Koopa-Brüdern, wo der Hammer hängt. Mario, unser aller Held, hat die berüchtigten Koopa-Brüder aus ihrer Festung östlich der Stadt vertrieben. Naja, eigentlich nicht. Die sind noch drinnen, wo es im Knast. Die Koopa-Brüder, Langzeithandlanger von Bowser, waren damit beauftragt, einen der entführten Sterne zu bewachen. Der edle Stern war dank dieser heldenhaften Aktion in der Lage, sicher zum Sternhafen zurückzukehren. Woher wissen die News-Reporter das so schnell? Die gucken wohl auch das Let's Play. So, ein dreifaches Hurra auf Mario! So, und hinter dem Schild gibt es noch mehr Infos, aber so komische geheime Infos. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das Spiel ist echt so liebevoll, wisst ihr, so kleine, überall gibt es kleine Gags oder versteckte Sachen. So, der Zug, der am Bahnhof im südlichen Teil der Stadt gehalten hat, ist absolut famos. Er heißt K64. Leider blockiert ein großer Felsbrocken die Strecke. Daher kann der Zug nicht weiterfahren. Das ist eine wirkliche Schande. Ein Zugliebhaber. Genau, das sind ja nochmal so kleine andere Anekdoten. So, ich will jetzt einfach mal kurz zu Luigi. Luigi hat nämlich auch jedes Mal was anderes zu sagen. Oh, das Dojo ist offen. Oh, ich glaube, Items kaufen kann auch nicht so verkehrt sein. Ich will nochmal so ein kleines Feuerblümchen hier oder sowas. Einfach mal so mitnehmen. Feuerblume, 10 Münzen. Danke, Mann. Was? 10 Münzen? Okay, danke, Mann. Du bist so einer Feuerwehr. Alle Gründe sind 3. Okay, 10 Münzen. So, tschüss. Oder warte mal. Gebe ich noch irgendwas ab? Ach, Quatsch. Die wird alles eingesetzt. Hier wird nichts abgegeben. So, Luigi, Bruderherz. Komm mal her. Zum, zum, zum. Bum, bam, badam. So, wo ist er denn jetzt? Luigi. Ach, Moment. Luigi, kommst du doch mal runter? Luigi! Okay, wir müssen es tun. Bombett, bitte. Mein Bruder singt so laut, ich höre nichts mehr. Ja.
Achtung, Luigi. Oh, Mama Mia. Wow. Nichts passiert. Na? Hey, Mario. Früher oder später steht mir ein Abenteuer bevor. Deshalb trainiere ich hier. Was sagst du denn? Die staubtrockene Wüste? Oh ja, von Toadtown führt ein Zug dorthin. Hey, vielleicht sollte ich mitkommen. Nee, bist du sicher? Gib mir doch eine Chance. Genau, Leute, und hier Luigi wird noch öfter so ein bisschen auf den Wunsch eines eigenen Abenteuers hinweisen. Und das macht sogar Sinn, denn zu dieser Zeit, damals, wie gesagt, das Spiel ist ja von 2001, sprich der GameCube, stand schon in den Startlöchern und ein Launch-Titel für den GameCube war ja Luigi's Mansion. Und wie man ja so Videospiele kennt, wenn die so in Entwicklung sind, die sind ja ein paar Jährchen in Entwicklung und deswegen wussten die Entwickler schon, ja, Luigi wird ein eigenes Abenteuer bekommen. Und deswegen haben sie das hier so ein bisschen Foreshadowing-mäßig hier gemacht. Okay, hier kann ich glaube ich noch nichts machen. Foreshadowing-mäßig von wegen, dass Luigi schon hier darüber redet, in einem der letzten N64-Spiele, wo er vorkommt, dass er in einem ersten GameCube-Spiel vorkommen wird. Ist doch nice, oder? So, ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwelche Gags verpasst. Es tut mir leid, man kann bestimmt zwischen jedem Kapitel immer mit allen nochmal reden. Und die sollten dann auch immer was anderes sagen. Was ist zum Beispiel mit dem Schlauen hier? Sprichst du zu mir, weil du nach Wissen suchst, das nur mein geschulter Geist zu vermieten vermag? Wie wär's dann damit? Wenn du möchtest, gebe ich dir ein paar Informationen über die Steuerung. Drücke den 3D-Stick und den Z-Trigger, um zu wirbeln und zu rennen. Das, mein Freund, ist der Wirbel. Wenn du mit jemandem sprichst, kannst du durch Drücken von Z den vorhergehenden Text nochmal lesen. Mal gucken. Drückst du nach oben, werden deine aktuellen KP, BP, Sternpunkte und Münzen angezeigt. Was war da noch? Drückst du den 3D-Stick nur ein bisschen, geht Mario langsam und leise voran. Manchmal ist es besser zu gehen, anstatt zu laufen. Wenn es noch etwas gibt, dann frag einfach. Ja, ich komm vielleicht nächste Kapitel nochmal vorbei. Vielleicht hat er dann auch mal andere News außer Tutorial-News. So, jetzt würde ich gerne mal nochmal im Dojo vorbeigucken. Einfach so. Dim, dim, bim, weil es da Platz ist. Warten ist Teil des Trainings, scheint vorbei zu sein. Das ist eigentlich mit der Kiste. Kann ich nicht irgendwie hier hinterfallen? Nee. Warte mal, macht Bombette die Kiste kaputt? Ich meine, sie kann Steine explodieren lassen, ne? Also bestimmt die Kiste, kein Problem. Bombette, ey. Deine Bombenkraft ist irgendwie ein bisschen beschränkt, kann das sein? Egal, so. Die Musik und die Geräusche. Guck, da sind die beiden wieder. Hallo, im Kampf musst du viele verschiedene Taktiken anwenden. Ein guter Kämpfer setzt nicht ständig dieselbe Attacke ein. Doch, jeder Gegner hat bestimmte Schwachpunkte. Manchmal musst du einen deinen Körper einsetzen, manchmal deine Ausrüstung. Aber immer musst du deinen Verstand einsetzen. Manchmal wird es dich überraschen, was alles Wirkung zeigen kann. Und du? Ein weiser Kämpfer weiß, dass es manchmal die beste Taktik ist, einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht feige, aber einen Gegner davonzulaufen, der weit überlegen ist. Das ist schon praktisch. Jedoch wirst du immer wieder auf Gegner treffen, vor denen du nicht davonlaufen kannst, sobald der Kampf begonnen hat. Stell dich ihnen voller Mut. So, ich weiß nicht, ob ich schon irgendwas machen kann. Auf jeden Fall, Leute, ist der Typ hier, wenn man so möchte, einer der Secret-Bosse hier des Spiels. Hallo. Du musst Mario sein. Willkommen in meinem Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Doschos. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu strecken. Sollte es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hat. Ich glaube, es kann mir nichts passieren, wenn ich das nicht schaffen sollte, glaube ich. Also einfach mal machen, irgendwie hat jetzt Lust, weil nicht umsonst lässt man mich, glaube ich, rein. Und es gibt halt mehrere Stufen, das weiß ich. Ich versuch's mal. Sehr schön. Dann soll Shan gegen dich kämpfen. Shan? Nun, Shan, es ist an der Zeit, gegen Mario anzutreten. Ja, wie ihr wünscht, Meister. Okay. Einfach mal den ersten Kampf machen. Vor allem, der hat so einen typischen Samurai-Zopf. Der Olle. Oh, ich bin ja fast tot. Mario, jetzt kommt Shan. Oh Mist, ich bin ja fast tot. Auf jeden Fall ist das aber auch ein sehr einfacher Gegner, denn er fungiert ein bisschen wie ein Koopa. Ja, ich bin der richtige Held. Ich habe gar nichts. Oh Gott. Na gut, weil man könnte ihn, ne? Flupp. Erstmal umruppen. Dann kommt er nicht mehr hoch. Au, welche Schmach. So, okay, dann mal kurz bomben. Body Slam meine ich. Flupp, flupp. Oh Gott, ist wieder aufgestanden. Na gut, dann einfach weiter springen. Okay, naja, keinen Schaden gemacht. Warum kann sie eigentlich echt kein Item benutzen? So mies. So Mario heilen, ihr wisst schon, dann wegen mal Gumbario, weil der auch springen kann. Ne? So. Oh Gott, der steht schon wieder auf. Mann, Mist. Okay, warte. Gumbario,
Los. Mann, Mist, ey, ich schaff das wieder nicht. Ich bin so schlecht, ja, ich bin so schlecht. Düben, düben, düben. Toll, ich hab nicht mal einen Pilz dabei. Ey, ich bin doch wieder... Hört, Rückerstattung, cool. Wegen meinem Rabatt. Rückerstattung. Cool. So, er steht wieder auf. Oh Gott, ey, was soll ich tun? Ich bin mir jetzt kriegt der Timing nicht hin, aber okay, ich glaube, der kann nichts gegen uns machen. Gott sei Dank. So, so, bist du was? Los, Gumba. Gumbario, was ist denn für einer? Chan natürlich, ne? Das ist Chan. Er wird vom Meister trainiert und wird gerne gegen uns antreten. Maximale KP 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Hammerattacken werden nicht so gut funktionieren, aber du kannst ihn mit Sprungattacken umwerfen. Liegt er erstmal auf dem Rücken, ist er leicht zu besiegen. Sei gnadenlos, Mario. Okay. Wenn Gumbario das sagt, bin ich gnadenlos. Flop! Hat er bloß noch 9 HP. Aua, welcher Schmach. Sind wir aufgestanden? Verdammt, ey. Soll der Powerhüpfer mal ausprobieren? Sag mal, Powerhüpfer ausrasten, Alter. Ich raste jetzt richtig aus. Powerhüpfer! Psch! Und psch! Au je! Psch! Au, nice one! Psch! Super! Psch! Au je! Psch! Oh, nice one! Psch! Alter, voll krass! Psch! Boah, ich dachte, ich mach ihn jetzt fertig. Tja, Leute, ne? Der Powerhüpfer ist oberstark, ey. Psch! Und Gumbario finisht ihn. Keine Erfahrungspunkte tatsächlich. Aber nicht so schlimm. Boah, ey. Okay, weiter mach ich aber nicht. Erstmal nicht. Yeah, Daumen hoch. Genug. Mario ist der Sieger. Chan, du musst härter trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dies, Mario. Oh, was ist das denn? Kometenkarte. Der Beweis, dass Mario gegen Chan siegreich war. Cool. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Okay, das war's erstmal. Ich guck da einfach mal von Kapitel zu Kapitel dazwischen durch. Cool. Die Kometenkarte. Nice. Ja, das Spiel ist so schön, ey. Das ist doch richtig was Optionales, was ich gar nicht machen muss. Aber einfach, weil es schön ist, ne? So, wo ist denn jetzt hier mal so was wie ein Herzblock? Gab's überhaupt einen? Ich hoffe, ach, ich geh einfach bei Tod im Haus pennen, beim Todhaus. Da geh ich schlafen. Lala. So, ganz schnell. Tod, ich will mal kurz in einem weichen, kuscheligen Bett schlafen, aber ich hoffe, du guckst nicht die ganze Zeit dabei zu. Hallo Mario. Unser Slogan lautet, erfrische Körper und Geist. Möchtest du dich ausruhen? Ausruhen. Schlaf gut und träum süß. Kannst du bitte gehen? Ich will nicht schlafen, wenn du mit... Der bleibt einfach stehen und guckt uns zu! Toll. Hast du gut geschlafen? Ich hatte Probleme einzuschlafen, weil du die ganze Zeit im Raum warst. Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. Aber krass, das kostet gar nichts. Ihr macht das hier umsonst? Seid ihr so ein bisschen Samariterverein oder was? Ja, das sind wir. Nein, eigentlich kommt das Geld von der Prinzessin. Hihi. So, einfach mal zwischendurch saven. So, Dojo, Leute, wird noch geiler später. So, inzwischen müsste hier im Süden der Weg frei sein. Hey, sieh da. Na, mein Papa hat seinen Laden eröffnet. Wollen Sie nicht mal einen Blick riskieren? Wir haben coole Sachen. Es ist ein Ordenladen. Wir verkaufen Orden. Kommen Sie doch mal rein. Oh, das ist auch da. Orden? Orden sind cool. Wir haben viele seltene Orden, also schauen Sie sie ganz genau an. Was hast du denn hier? Der Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch den Erstangriff besiegt. Genau, so kann man den ganzen... Also wenn das hier auch schon so war, so kann man den ganzen den ganzen Bühnenszenario kann man einfach aus dem Weg gehen, weil er dann sofort stirbt. Anti-V-Hieb! Schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringt Schaden. Und hier haben wir den... Oh, den Multisprung. Mit dem richtigen Timing triffst du alle Gegner nacheinander. Das ist richtig nice. Den will ich haben. Wusste ich doch, Mario. Ich wusste gleich, dass du ein Auge für Orden hast. Das hier ist ein guter. Multisprung kostet 75 Münzen. Die Anzahl der für OP dafür braucht nur 1. Möchtest du ihn kaufen? Geil, Herr. Herzlichen Dank. Ich ändere von Zeit zu Zeit mein Sortiment, also schau ich hin und wieder mal vorbei. Ich weiß gar nicht, welche Orden man hier regulär bekommt oder welche man sich kaufen muss. Weiß ich gar nicht. So aktive Orden, dann mache ich mal den Rabatt wieder weg und hau mir dafür den Multijumper rein. So, der ist cool. Okay, alles klar. So, mehr Geld habe ich erstmal nicht, Sir. Tut mir leid, Sir. Aber was ist jetzt mit dem Geheimgang hier? Wartet mal. Hier ist ja irgendwie... Das ist ja schon mal umgekippt. Ich weiß bloß nicht mehr, wie ich das gemacht hatte. Ich weiß, ob man da noch irgendwie lang kann. Wie war denn das nochmal? Das ist doch vorhin... Ich habe doch schon einmal geschafft, dass das Ding umkippt. Da muss man da ganz oft gegenhauen. Oder eigentlich ist das ja jetzt nur mit der Teppich, der hier ausgerollt ist, ne?
Ging es da irgendwo lang oder ich verwechselt mit irgendwas? Kann sein, dass ich mit irgendwas verwechsel. Das wäre ja auch ein Secret, ey. Da kommt doch keine Sau drauf. Aber einmal ist er schon umgekippt, das haben wir gesehen. So gut, ist denn jetzt im Süden der Weg frei von dem Holz und so, ne? Ah, guck mal, schön aufgeräumt hier. Ordentlich, ordentlich. Wenn ich groß bin, werde ich Schaffner werden. Schaffner sind so cool. Endstation, bitte aussteigen. Ach, der Kleine hat Träume. So, ich hab hier was im Baum, ne? Der Typ mag Züge. Lalalala. So, wenn wir schön alle wieder ansprechen, ist der neue Stadtabteil, ne? Riecht hier nicht etwas ganz lecker? In diesem Haus lebt Omelette. Omelette-Tee. Omelette wohl die. Okay, sie ist die beste Köchin aller Zeiten. Sie hat mir ihr Rezept für die köstlichsten Bratpilze gegeben. Man braucht Pilze dazu. Wenn ich fleißig übe, werde ich eines Tages auch ein Meisterkoch sein. Ja, die können wir mal besuchen. Das ist gar nicht mal so schlecht, was die einen anbietet. Sie kann nämlich aus... Ach, das war ja die so traurig guckt in der Küche. Die kann nämlich aus normalen Items geil verstärkte Items machen. Hallo? Oh, meine Güte, das ist ja Mario. Mein Name ist Omelette. Ich liebe Kochen, auch wenn ich so debris gucke. Wenn du mir Zutaten bringst, werde ich gerne für dich eines meiner energiegeladenen Gerichte kochen, zaubern. Möchtest du, dass ich etwas koche? Ja, bitte. Und welche Zutaten soll ich denn verwenden? Nimm mal ein Koopa-Ball. Ich glaube, daraus gibt es nämlich echt, wie Colorados Frau Koopa geschrieben hat, Koopa-Tee, glaube ich. So, mach mal einen schönen Tee. Bitte. Ich koche mit Koopa-Blatt. Ja. Bitte, leg los. Ich werde dir etwas ganz Fabelhaftes zaubern, Schätzchen. Einen Moment, bitte. Tra-la-la-la-la. Ja-la-la. Oh, das ging aber schnell. Hier, bitte. Es ist gar nicht so übel geworden. Hier, bitte. Oh je. Koopa-Tee. Tee von Omelette. Stellt 7 BP wieder her. Das ist doch schön nice, oder? Komm jederzeit wieder, Schätzchen. Ich freue mich schon. Dann mach ich mir gleich noch so einen Tee. Gleich nochmal einen Tee. Und auch hier gibt es dann ähnlich wie... oder war da konnte ich nicht aus einer Feuerblume so was machen? Nee, ich glaube... Nee, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich lasse das erstmal aus Ohrensirup und ohne Stahnritt. Dann sind hier schon quasi fertig gemachte Sachen, glaube ich. Nee, okay. Soll ich nicht kochen? Nee. Ich soll nicht kochen, Mann. Nein. Also, ups, nein. Hoppala. Soll ich kochen? Nicht kochen. Danke, wie schade. Ich wollte dir so gerne meine Kochkunst beweisen. Du weißt nicht, was dir entgeht. Tschüss, Mann. Wir müssen mal auf unser Abenteuer achten. So, ich schüttle mal wieder ein paar Bäume. In Hoffnung auf Sternsplitter. Oh, da komme ich nicht durch. Nee, was ich sagen wollte. Hier ist es auch leider so ähnlich. Ne, leider nicht wie in Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Es gibt hier auch keine Rezeptliste. In Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor, gab es ja neben dem Gegner-Logbuch halt auch echt ein Rezeptebuch mit allen Rezepten drauf gelistet und so. Also werde ich auch hier nichts alles kochen müssen, da es eh nicht angezeigt wird, leider. Oder vielleicht ja doch, ich weiß es nicht mehr. Mario, hast du jemals mehr lieblich vom Sternstuppengipfel getroffen? Ja. Diese Dame ist so schön und geheimnisvoll. Oh, ich bin verrückt nach ihr. Ich hörte, dass sie Bonsai-Bäume züchtet. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Wusstest du übrigens, dass mehr lieblich eine Zwillingsschwester hat? Nee, auch sie muss unglaublich charmant sein. Ah, mehr lieblich. Was haben wir hier für ein Haus? Guck mal, wo hier überall lang geht. Lässt sich nicht öffnen. Muss wohl von innen verschlossen sein. Wo geht's hier hin? Oh, wie groß diese Stadt ist. Richtig cool. Hallo. Wenn du in die staubtrockene Wüste willst, solltest du den Zug am Bahnhof von Toad Town nehmen. Ah, ich glaube, wir sind ja schon am Bahnhof, oder? Ich glaube ja. Alter, wer bist du denn? Jo, kleiner Mann. Mein Name ist Zit Oro. Freut mich, dich kennenzulernen. Sag, möchtest du nicht vielleicht deine Werte verbessern? Hihihi, ja, natürlich willst du das. Normalerweise kostet es 390 Münzen, aber für dich, nur für dich, mache ich es für nur 39 Münzen. Wenn du mir 39 Münzen gibst, verbessere ich deine KP, BP oder OP. Ah, aber im Austausch gegen etwas anderes, nicht wahr, mein Freund? Ich versuche nicht, dich übers Ohr zu hauen. Komm schon, du weißt, dass du das willst. Ja, der verarscht uns. Weil, wenn ich jetzt, also ich ist es praktisch, ne? Ich kann jetzt sagen, ja, ich möchte gerne BP eintauschen gegen OP oder so. Nein, Mann. Habe ich jetzt keine Lust. Tja, selber schuld. Dann ein andermal, vielleicht. Aber auch nur vielleicht, ey. Na, diese Schlitzohren. So, bin ich hier eigentlich jetzt am Bahnhof? Ich weiß das gar nicht. Hier ist nochmal ein Itemladen. Hat er irgendwas anderes? Oh, guck mal hier. Oh, was ist denn das? Eine Felsmütze. Verwandelt Mario in Stein und macht ihn bewegungsunfähig. Ach du meine Güte, das gab's ja, das wusste ich halt gar nicht mehr. Hier haben wir Donnerzorn, Blitzschlag gegen alle Gegner. Der ist richtig geil, aber ich brauch's nämlich nicht. Saures Tonic, Voltopilz und... Was zum... Hallo, die Kommentare.
Abgeschlossen, du kannst sie nicht öffnen. Sir, wie komme ich da rein? Willkommen in Harrys Laden. Womit kann ich Ihnen dienen? Okay, er hat leider nichts da drauf. Ich lager mal wieder was. Wir können noch 30 Items lagern, was willst du denn? Nimm mal hier, was brauche ich denn nicht? Das olle Schäfchen, ey, das ist doch alles. Okay, wir passen gut drauf auf. Möchtest du doch was? Nein. Ich will in dein Lager da rein, wie komme ich da rein? Nur später, Mario, später. Okay. Dann halt später. Nichts in den Bäumen hier, bin ja ganz enttäuscht. Hallo. Übrigens, Mario, wenn du keinen Platz mehr für weitere Items hast, solltest du welche im Lager lagern. Du kannst gelagerte Items von jedem Laden auf der Welt wieder abholen. Dann ändert sich das System. Ich weiß. Wie groß diese Stadt ist, aber bist du doch schön. Guck mal, hier kleine Toads. Hier, ja, mal kurz alt. Großen View, okay. Hier kommt der flammende Rubin. Bautz. Hier kommt der funkelnde Bernstein. Bumm. Hier kommt der strahlende Smaragd. Pfft. Sieh doch, Mario, die drei sind Helden, genau wie du. Alles klar, Helden, Leute. Aber ich glaube, unser Held braucht erstmal wieder eine Pause. Ich würde sagen, das war es erstmal für den heutigen Part. Oh Gott. Wie geht's denn irgendwo hin? Ich weiß gar nicht, ob ich hier falsch bin oder richtig bin, aber ist egal. Machen wir einen kleinen Stadtbummel, ne? Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Paper Mario mit Gumbario. Oh je, yeah. Ciao.